Ein glücklicher Affe lächelt euch bei diesem Spiel vom Cover entgegen. Und genau deswegen habe ich mir dieses Spiel für meine Sammlung zugelegt. Irgendwie sah es unbeschwert und einfach sympathisch aus. Aber was für eine Art Spiel steckt dahinter? Lass es uns zusammen herausfinden. Was taugt Spanky's Quest für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Natsume entwickelt und 1992 von Taito bei uns veröffentlicht. In Amerika veröffentlichte Natsume es im selben Jahr selbst und in Japan erschien es ein Jahr früher unter dem Namen Lucky Monkey. Neben der Game Boy Version erschien es auch für das Super Nintendo. Ihr spielt in diesem Arcade-artigen Spiel Spanky, den Affen, und eure Aufgabe ist es, alle Gegner in einen Level um die Ecke zu bringen. Nur, wie macht ihr das? Ihr seid immerhin ein kleiner süßer Affe. Lasst euch nicht täuschen, der fettige Wicht hat das fauste Kind an den Ohren und kann, jetzt passt auf, einen Ball herbeizaubern und diesen dann auch noch auf- und abprallen lassen. Problem ist dabei nur, dass dieser Ball erst einmal keine Wirkkraft hat, aber beim Jonglieren immer größer wird. Berührt der Ball, egal wie groß er ist, einen Gegner, wird dieser aber nicht erledigt, sondern erst einmal nur betäubt. Um den Fiesling zu erledigen, müsst ihr den Ball zum Platzen bringen. Je nachdem wie groß ihr den jongliert habt, desto größer wird die Explosion und je mehr Fläche erfassen die Geschosse. Euer Haupt-Gameplay-Loop ist es also, den Ball erscheinen zu lassen, so lange zu jonglieren, bis er größer geworden ist und dann im richtigen Moment zum Explodieren zu bringen. Natürlich könnt ihr auch springen, aber ansonsten seid ihr wehrlos und eine Berührung von allen Gegnern kostet euch das Leben. Da merkt man dann auch die Arcade-Einflüsse. Im Prinzip ist hiermit das Spiel auch schon recht gut zusammengefasst. Es gibt natürlich auch noch Sachen zum Einsammeln. Erledigte Gegner hinterlassen Buchstaben, die wie Luftballons hochfliegen. Kriegt das Wort Spanky zusammen, kriegt er natürlich etwas Feines. Die Level sind in verschiedene Welten aufgeteilt, die hier Türme genannt werden. Die Level an sich starten dann natürlich in der Regel immer relativ simpel und werden immer komplexer, beinhalten Gegner mit erweiterten Fähigkeiten und weitere Wendungen. Das Kernspielprinzip bleibt aber immer gleich. Um euren Fortschritt zu speichern, gibt es ein Passwortsystem. Die Grafik ist liebevoll gestaltet und qualitätsmäßig dem Spiel entsprechend. Will heißen, es ist ein Arcade-Spiel und für so eine Art Spiel ist alles wunderbar. Auch der Sound ist wie immer das, was ihr von ihm erwartet und begleitet euch prima durch die Level. Was taugt Spanky's Quest für den Game Boy also heute noch? Es ist ein solide umgesetztes Arcade-artiges Spiel, das für jedes gute Spiel dieser Art prima Geschick und Strategie verbindet. Der Ansatz ist auf jeden Fall mal etwas anderes, aber so richtig warm wurde ich damit leider nicht. Wenn ihr jedoch auf diese Art von Spiel steht, kann ich euch es nur wärmstens ans Herz legen. Das war der Test zu Spanky's Quest für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss!